Pass auf, er ist hinter dir, er ist hinter dir. Lauf, 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 ich komme nicht ran. Just to feel good at the end of the day. Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Flocky on Tour. Zusammen mit Flocky. Oh, hi. Hallo. So, was haben wir uns denn für die heutige Folge überlegt? Erzähl mal. Ja, wir machen dies und das. Dies und das, okay. Richtig, und hängen so ein bisschen rum auch. Das ist schon mal auf jeden Fall ein solider Anfang. Auf jeden Fall. Ich töte jetzt Kaninchen. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem ihr sterben werdet. Nein. Kaninchen entkommen mir. Oh, sie haben eine Hasenpfote gedroppt. Er hat einfach alles gedroppt. Kaninchenfell, Ruhskaninchen, Hasenpfote. Läuft bei ihm, Alter. Du bestückst gerade nochmal so ein bisschen Knochenmehl. Ich habe noch Knochen gefunden, gerade. Nein. Einfach so. Stimmt, weil die Skelette verbrennen ja, ne? Die verbrennen. Ja, die verbrennen. Das ist auf jeden Fall eine Folge für Toni. Oh nein. Die widmen wir dir. Was ist los? Richtig. Ich hab's gerade ein bisschen verkackt. Alles gut. Mach mal wieder. Hier einfach noch ein Skelett mit Bogen drin steht. Ich glaube auch. Mit Verzauberten sogar. Einfach ja. So? Ja. Ich habe jetzt auch nochmal Knochen. Das ist ja süß. Keinen. Ja, aber das hätte also ruhig mal den verzauberten Bogen droppen können. Also da bin ich. Wäre ich schon stark dafür. Ich glaube, das ist momentan das Unwichtigste der Welt. Ein Bogen? Ja, das stimmt. Ja. So, wie macht man denn jetzt Kaninchen-Ragout? Du weißt ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Nee. Weißt du nicht. Das ist. Nee. Müssen wir das Kaninchenfleisch braten? Ist mir egal. Ich brate es jetzt einfach. Ich brate es jetzt einfach. Ist mir egal, Digga. Mir scheißegal. So, weil Kaninchen gib mir doch mal. Oben. Ja, gib mir doch mal dein Dings. Achso. Ich mache jetzt nämlich Borscht. Borscht. Okay. Essen haben wir derzeit irgendwie gar nicht mehr, ne? Haben wir noch verrottetes Fleisch? Ich trau mich nicht. Mach mal. Oh! Gib es mir, ich möchte es sehen. Ich fühle mich so magic. Wollen wir es essen? Du hast jetzt auch noch welches? Verdammt. Jo. Okay. Ja, Okay, was steht denn jetzt genau an? Das ist die große Frage. Also wir wollen, im Prinzip müssen wir ja alle Tiere finden, alle Felder und so weiter und so fort. Richtig. Und deswegen wollen wir eigentlich demnächst dann auch mal aufbrechen. Die Wüste wollen verlassen. Sehr gern aufbrechen, richtig. Ja. Denn in der Wüste werden wir nicht vorankommen, so richtig. Richtig. Hier gibt es ja nichts und alles ist scheiße und wir sind traurig. Hier ist auch nicht so schön, sich was zu bauen, weil es hier schon was gibt, ein Dorf und so. Und ich würde gerne was Eigenes kreieren. Eine eigene, wunderschöne Burg errichten. Aus Obsidian. Aus Obsidian. Ich finde, das ist nicht zu viel für dieses Projekt. Nö, finde ich aber auch. Sondern genau richtig. Hühnchen! Genau, Hühnchen. Also sollten wir uns vielleicht mit der Nahrungssuche erstmal beschäftigen, oder? Dass wir genug richtig. Nahrung haben, um dann auch tatsächlich eine etwas längere Reise in Angriff nehmen zu können. Ja. Und Hühnchen töten ist immer gut. Nee, aber hier, da sind Kühe. Und, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Bär. Und dann wollte ich wiederum sagen, ja, Bären gibt's ja nicht. Gibt es aber schon. Hey, Kuh, bleib doch mal stehen, Digga. Das ist Polarbären. Polarbären, komm jetzt her, Alter, du fette. Noch mehr fette Sau, wo ich. Komm her, du fette Saukuh. Es ist auf jeden Fall nicht das rohe Fleisch, ne? Nee. Das brauchen wir doch. Das ist richtig. Batz, Alter. Batz. Oh, Mann, warum laufen die Tiere denn immer weg, wenn man sie schlägt? Weil sie es können. Was sind das für eine ekelhafte Neuerung? Oh, Alter, da hinten ist Kuh Mountain. Da hinten Alter. Ist Kuh Mountain. Kuh Mountain. Oh, hier ist Eisen. Ich geh mal nach links. Da sind auch noch ganz viele Kühe. Und nein, lauf doch nicht weg. Nein, Kuh. Oh. Mann, Kuh. Ich verbrauche Essen dadurch. Schon mal daran gedacht. Wir müssen noch mehr von wie euch sterben. Wie die Kühe sogar noch schubsen können, wenn sie tot umfallen. Ja? Ja. Das ist ja auch relativ realistisch, ne? Ja, ist es tatsächlich. Da fange ich direkt an zu stottern. Wie so ein. Alter, impressive Neuerung. Alter, hier unten ist noch richtig viel Kuhzeug. Ja, ich weiß. Ich bin auch nochmal bei welchem. Alter, was geht, Digga? Voll das Paradise. Paradise. Jetzt mit Plünderungsschwert hier durchhauen oder Verbrennungsschwert. Boah, ja. Ja, aber gut, Verbrennungsschwert ist gar nicht mal so geil, weil wir dann keine Level bekommen dafür. Fürs Verbrennen. Und Level sind ja im Moment auch nicht so scheiße, ne? Aber du musst ja nicht verbrennen lassen. Du kannst ja dann immer noch töten. Du kriegst deine Level und gebratenes Fleisch. Ja, aber wenn du das Fleisch nochmal brätst. Ach so. Ja. Wow. Wie viel Kuhfleisch hast du denn? Ich habe jetzt 39. 39? Richtig. Ich habe 28 nochmal. Also das sollte für eine Reise sieht das nicht schlecht aus. Das sieht ganz gut aus. Ja. Wie viel Leder hast du so? Ich habe 15 Leder. Ich habe 21. Ja, wow, Alter. Nice. Und hier ist eine riesen fette Schlucht, Alter. Ja, wollen wir wieder zurück? Also ich denke mal, ich gehe wieder zurück langsam.
Ja, so in der Schlucht sind auch Kühe. Greif auf jeden Fall nicht deine Eier weg, ne? Weil wenn wir damit gleich zwei Hühnchen züchten können. Ich kann meine Eier nicht wegwerfen, ich kann Mann. Nicht wegwerfen, die sind angenäht. Ja, dann schlitz ich deinen Sack auf, Alter, dann kannst du die wegwerfen. Aber. Und wenn du es nicht machst, dann mach ich es. Mach das bitte nicht. Was ist das? Ach, ein Hühnchen noch. Dich snag ich mir, Alter. Dem, stirb! So nice. Alter, was das hier für ein Tierparadies ist. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Es ist krass. Es ist richtig heftig. Es ist unfassbar. Stylish, Digga. Stylish. Die Eier gibt ihm auch. Dankeschön. Eier. Er hat schon viele Eier gesagt. Hat Eier was gesagt. Ist eigentlich los mit dir? Was sollen die Leute von dir denken? Ja. Ey, du bist ja schon in der Stadt, Alter. Ja, was Digga, los Alter. Mit dir, was Speedy Gonzales? Kennst du Speedy Gonzales? Magst du Speedy Gonzales? Ich kenn's. Ja, Gonzales ich bin auch der schnellste Spritzer von Deutschland. Es ist schlimm heute mit dir, ne? Ich sag mal nix. Bin doch noch tatsächlich vor dir im Haus, glaube ich. Au! Erster. Spast. So, gebratenes Kaninchen, ist doch schön. Ja, haben wir noch Kohle? Ja. Sollten wir noch haben, ja. Ja. Mann, das ist wunderbar. Dann können wir spätestens in der nächsten Folge auf jeden Fall aufbrechen. Oh, wow. Und losmarschieren. Oh, Fleisch, geil. Es gibt keinen Morgen mehr. Kein Morgen mehr. Kein Morgen. Kein so. Morgen. Ich würde gerne noch ein bisschen Kohle holen, glaube ich. Dann hier mal rein. Ich habe auch 13 Federn. Das ist vielleicht nicht schlecht. Dein Leder snag ich mal. Ja, snag dir mein Leder, Digga. Was geht? Hä, hey, warte mal. Haben wir jetzt nur 53 Zuckerrohr? Nee. Ich hätte doch viel, viel mehr hier schon hergebracht. Du hattest mehr, richtig. Ja. Und wo ist es? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht. Hä, hey, der fuck. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie nochmal 11 Bücherregale oder sowas. Nice, Digga. Zusätzlich. Heißt, Level 30 Verzauberungstisch sollten wir eigentlich haben. Muss ich eigentlich nicht mehr platzieren, oder? Den musst du jetzt hier nicht mehr platzieren, nein. Nee. Nein. Okay. Dann hole ich, glaube ich, die Bücherregale alle von drüben mal rüber. Okay. Und dann sind wir ja tatsächlich so langsam aufbruchbereit. Wir dürfen halt wirklich, wirklich, wirklich nicht sterben auf dem Weg zu unserem neuen Unterschlupf. Wäre ein bisschen blöd. Ja. Aber ich finde das ganz gut, wie wir es gemacht haben. So haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal gezeigt, diese neuen Mobs, also die Zombies. Ja. Mein Wunsch daher wäre in ein Schneegebiet als nächstes, weil da gibt es ja dann die neuen Skelette. Schon gewagt auch? Ja. So ein bisschen wenigstens? Ein bisschen risky, frisky, ne? Ja, schon ein bisschen risky, frisky. Ja, aber so bin ich, Alter. Ein alter, guter Risk-Taker, Alter. Findest du das nicht so geil? Ja, geht so, ne? So impressed bin ich da jetzt nicht von, aber... Sieht aber schon ganz geil aus. Ja, grundsätzlich. So. Skelettmann dreht durch. Okay, du bist wieder draußen, ne? Ich bin draußen, ich bin hier auf Jagd. Da habe ich noch irgendwie was Wichtiges dabei, ich glaube nicht. Dann gehe ich auch mal raus. Können wir noch ein bisschen was jagen. Richtig. Also Nahrung haben wir ja jetzt eigentlich wirklich genügend. Wenn das erstmal alles durchgebraten ist. Okay, zwei Skelette, das könnte eklig werden. Wie macht man denn so ein Schild eigentlich, sag mal? Ein Schild? Ne, ganz normal, oder was? Ja, wie ganz normal. Achso, du meinst so ein Verteidigungsschild? Ja. Achso, ich dachte gerade ein Schild zum Schreiben. Ja, ein Schild. Boah, weiß ich gar nicht genau, wie man das macht. Mit einem Eisen und fünf Holz oder so machst du ein Holzschild? Ich weiß gar nicht, gibt's noch was Stärkeres als Holzschild? Weiß ich nicht. Ich guck mal ganz kurz nach. Wenn man das macht. Das wäre jetzt schon ziemlich nice eigentlich. Mach du mal. Ein Eisen und 6 Holz. Noch einen Bogen gedroppt bekommen. Ich glaube, wir haben gar kein Eisen mehr. Ich kann mir also kein Schild machen. Ja, das kann sein, dass es uns an Eisen ein bisschen mangelt. Ein bisschen ist gut jetzt. Oh, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen auch. Doof, ja. Das stimmt. Aber das kennt man nicht anders von dir. Alter! Wie ich die Creeper manchmal nicht schlagen kann. Und da kommt gerade ein Skelett zu dir. Genau. Ich weiß, ich hab's hierher gelockt, Alter. Du hast es hierher gelockt? Du bist ein richtiger Fallensteller, oder? Ja, Alter, richtig. Nimm du mal das rechts, ich nehme das ganz da hinten. Oh, erstmal die Mumie. Oh, Creeper. Ich mach mal den Creeper für dich weg. Dankeschön. Bitteschön. Nicht sehr nett. Oh, jetzt kriege ich langsam ein bisschen Schaden. Muss mal kurz was essen. So. Hua, hua, hua. Nice. Sehr easy! Schön. Wie viel Level hast du so? 15. Ich hab 14. Schöne Schallplatte. Och Mann! Batz!
Ich wollte doch eine Schallplatte. Nein, nix Schallplatte, Alter. Die Schallplatten sind toll. Nee, sind drin, nicht. Alter. Was geht denn ab? Weiß nicht, ich sehe da irgendwelche Partikel. Spricht das für ein Enderman? Auf eventuell. Fall. Sollten wir da reinstarren? Eventuell. Auf jeden Fall. So. Meiner. Spast. Alter, hey, was? Was ist denn mit ihm los? Alter, hat sich richtig. Ja, aber richtig flink unterwegs, Alter. Ja. Richtiges Killer-Skelett. Und so war das auch mit dem Enderman gefühlt. Richtig. Hier ist ein Enderman, wollen wir den zu zweit angehen? Warte, erstmal Creeper. Oh, alles gut. Bist du fit? Ich bin fit, Alter. Andy an. Bei ihm? Ja. Okay, kriegen. Oh Gott, die Viecher machen mir nach wie vor einfach Angst. Wir dürfen nicht spammen. Ja, aber ich habe ein Herz. Pass auf, er ist hinter dir. Lauf, lauf. Ich komme nicht ran. Oh Gott. Lauf. Ins Wasser, ich lauf doch schon. Ja, doch, ich bin noch auf dem Weg. Er rennt dir einfach hinterher, zum Glück nur. Oh Gott. Oh. Oh. Ich hab ihn. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Alter. Gott, ich hab so Angst gehabt um mein Leben. Volles Leben, aber ich hatte so Angst um mein Leben. Okay, ist, ne? Hab ich. Reck dich hoch, ey. Oh, Alter. Dieser Enderman. Aber wie wir auch beide 3 Stunden lang auf ihn einspammen, bis mir mal aufgefallen ist, wir dürfen nicht spammen. Ja, aber es bringt nichts, Mann. Doch. Ja, es bringt auch nichts zu spammen. Nee, natürlich nicht. Es bringt alles nichts. Endermen sind voll OP geworden. Ja, das stimmt allerdings. Wir brauchen einfach One-Hit-Schwerter, dann geht das. Ja. Oh Gott. Oder wir gehen halt mit Äxten rauf. Ne, Äxte machen halt mehr Schaden, ist mir mal so aufgefallen. Äxte viel, viel mehr Schaden. Steinaxe hat 9 Angriffsschaden, Eisenschwert 6. Ja klar. Warum? Aber du kannst langsamer damit schlagen. Viel langsamer. Was ist daran Schwachsinn? Kriegsäxte machen halt viel mehr Schaden. Das ist keine Kriegsaxt, das ist eine Holzfäller-Axt. Ja, na und selbst die macht wahrscheinlich mehr Schaden als so ein Schwert. Ist dafür aber nicht so wendig. Also es macht schon sehr viel Sinn. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge wieder hier an dieser Stelle. Wir haben mal wieder eine Nacht überlebt und beim nächsten Mal. Wow! Hi. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann auf die Suche nach einem neuen Unterschlupf machen. Von daher, ja, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Blocky vorbei und ja, bis dann. Sagt euer guter alter Odo.